Ja, Juli, jetzt sitzen wir hier wieder beieinander, ne? Ich leite ja gerade einen Film hoch. Ja. Das ist so ein Flyer, der liegt im Nordend bei Leuten im Briefkasten. Ja. Das sieht man jetzt nicht so gut. Der hier. Ja, ja. Da ist ein Kreuz drauf und da steht halt, dass Kreuz am Himmel zu sehen sein werden und dass dann eine Seelenschau stattfindet. Voll. Und da unten drunter steht www.dasbuchderwahrheit.de. Hast du auch so einen Flyer bei dir im Briefkasten gefunden? So ein roter Zettel ist das. Ich glaube, weiß ich. Ja. Mal gucken. Also ich bin ja jetzt nicht mehr online, ne? Jetzt muss es bei dir schneller gehen. Ich weiß es auch nicht. Hast du mir wieder eine hohe Auflösung gemacht? Nee, ich hatte die ja extra runtergestellt. Ja? Ja, aber über diesen Flyer habe ich einen Film gemacht und über das Buch der Wahrheit. Kennst du das Buch der Wahrheit? Ich habe den Film von dir vernetzt und ich habe eine Playlist gemacht, das Buch der Wahrheit. Okay. Ja? Und da geht es halt darum, dass es eine Warnung geben soll. Die Warnung ist, dass zwei Kometen irgendwie auf die Erde stürzen und die Menschen halt von Gott ihre Sünden gezeigt bekommen werden. Und ich denke immer, durch dieses 5G könnte ich mir das wirklich gut vorstellen, dass sowas passiert. Aber okay, es kann natürlich sein, es hat mit 5G gar nichts zu tun, es hat andere Hintergründe, aber durch 5G könnte ich mir echt vorstellen, dass das im Universum eine einschneidende Auswirkung hat. Also, man weiß es nicht, aber ich halte es für gefährlich. Ich könnte mir alles Mögliche vorstellen, was da passiert. Also ich habe auch mal. Es ist oft so, viele Leute, die haben keine Ahnung von Technik, ne, oder wenig Ahnung von Technik und sind für Kernenergie. Ne, weil die sehr oft gesagt bekommen, das ist sicher und so weiter. Und die glauben einfach alles und können das nicht nachprüfen. Ach so, du sitzt da hinten hoch. Du musst nur 2 Zentimeter zur Seite. Ah ja, weil ich will nicht so einen dicken Kopf haben. Ne. Je weiter ich fahren bin, umso dicker ist mein Kopf. Da muss ich mehr nach vorne, dann hat ein bisschen dickeren Kopf. Ja. Oh, hast du einen kleinen Kopf, Wolfgang, der ist ja ganz lieb. Ich kann mal probieren, ob ich hier das Buch, die Playlist finde. Das Buch der Wahrheit, Videos, Playlist. Und ich habe die Playlist, ne? Das Buch der Wahrheit, ne? Das ist die Playliste Buch der Wahrheit von Bionik mit Wolfgang. Und da habe ich dir, glaube ich, einen Link zugeschickt per E-Mail. Wenn du den anklickst, ne, dann könntest du in diese Playliste auch Videos reinholen. Mhm. Ich als Ersteller der Playliste bin aber befugt, die dann wieder rauszuschmeißen. Ja, aber ich mache das nicht. Ne? Ich tue keine Videos rausschmeißen oder sowas. Und schon gar nicht, wenn dann Kommentare drunter sind, ne? Weil das ist ja ein Vertrauen, ne? Man vertraut einander. Ne? Und wenn ich dann die Playliste anklicke, da habe ich halt, die habe ich nach Beliebtheit sortiert. Ne? Hast du denn aber noch keinen anderen gefunden? Das Buch der Wahrheit, da gibt es ja ganz viele Filme im Internet, die hast du ja auch mit in die reinigen von der Playliste. Ja, aber das kannst du, können dann andere machen, in die Playliste. Und ich habe die Playlist nach Beliebtheit sortiert. Ne? Wenn du also ein Video da rein machen würdest, was viele Zugriffe hat, ne, dann ist es ganz oben. Ne? Also die mit den meisten gesehen werden. Ich weiß nicht, ob du die Gedanken mal beschäftigt hast. Ne? Also ganz oben ist jetzt ein Video von Bayern, die einen Partnertausch machen. Grüne und AfD tun praktisch. Das hat aber alles nichts mit dem Buch der Wahrheit zu tun, oder? Ist hier frei für dich? Ja. Wir alles frei. Wir nehmen aber gerade auf, ne? Also wenn du hier jetzt sprichst mit uns, dann ist der Ton mit extra, im Internet. Bei YouTube und überall. Magst du dich gerne vorstellen? Nee, er sagt jetzt nichts mehr. Der Mund ist verschlossen. Ich kann das auch drehen. Wir haben hier gerade die Frontkamera. Das Buch der Wahrheit? Was? Das Buch der Wahrheit. Nein.
ich suche jemanden, der das auch gelesen hat und ich habe bisher noch keinen gefunden. Nee, der mich nicht. Und dein Video, was von dir ist, das kommt dann irgendwo später als in der Playlist. Ja, das letzte, weil es geht ja danach, du machst ja immer nach Beliebtheit. Ich bin ja nicht beliebt. Doch, bei mir schon. Das steht auch im Buch der Wahrheit. Ich glaube, denen, die nicht beliebt sind, die bekämpft werden, weil die sprechen die Wahrheit. Ja. Die wenigsten Klicks haben. Ne? Weil die, das heißt, du kannst ja dann immer, die besten Videos sind die wenigsten Klicks haben. Das kannst du ja nach Beliebtheit sortieren, auf den Umkehrschluss sehen. Die Wahrheit ist ja nicht beliebt, die Wahrheit ist ja gehasst. Die beliebt. Meistgehassteste überhaupt. Ja. Jesus war ja auch nicht beliebt, Jesus wurde auch gehasst. Ja, wenn der heute leben würde, den hätten sie innerhalb von 5 Sekunden umgebracht. Ja, auch wieder. Die Menschen lernen ja nichts dazu. Mit 5G. Ja. Das erkennt sich aus mit 5G. Nee, noch nicht. Noch nicht? Naja, das kommt noch. Ja, komm bald. Wenn das Hirn gebacken ist, durch Mikrowellenstrahlung, ne, kannst du auch den Kopf in den Mikrowellenherd tun. Dann tönt es auch an. Nee, Quatsch. War nur ein Scherz. Was macht man jetzt mit dem angebrochenen Nachmittag? Ja, ich wollte ja gerne in die Frauenkirche gehen, aber da war es so voll, dass man eigentlich nur wieder flüchten konnte. Die Kirche ist fantastisch schön, renoviert, aber da haben mich die Leute angeschnauzt, egal wo ich gestanden habe. Ich würde denen die Sicht versperren und die würden jetzt schon 30 Minuten da stehen, weil sie die Sicht behalten sollen. Und nicht, damit ich mich vorsichte. Dann denke ich mir, na super, dann bin ich wieder raus. Ja. Aber ich wollte nachher da nochmal gucken. Nochmal gucken. Man kann darf man da auch filmen in der Frauenkirche? Ein paar das, also, aber du könntest ja die Beine verkürzen. Da gibt es ja Leute, keinen Pfarrer. Da gibt es ja nur die Brüder. Da gibt es keinen Pfarrer, oder? Ist da ein Pfarrer? Nee. Ja. Pfarrer, die heißen ja da Pfarrer oder Pastor. Ja, aber das ist ja vom Kloster, oder nicht? Also das sind Brüder. Da fragen wir den nächsten Mal, die. Ja, das fragen wir mal. Ich meine, es gibt ja auch Leute, da kann die Laienprediger und so weiter, die kann ja jeder mal predigen. Genau. Oder Hare Krishna spielen. Habe ich letzte Woche gesehen. Die sind ganz laut und dann bringt die 10-Euro-Scheine in so eine Plastikding rein. Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Wo ist der Jesus an deinem Kreuz? Ja, oder die katholische Mafia. Hattest du keinen Jesus? Doch, da ist er ja. Ach, das war die Rückseite. Ja, die fragen mich immer am Flughafen, wenn die Flaschen sammeln gehen. Nach dem Ausweis, alles da ist er. Mein neuer Ausweis. Du hast ja auch eine Frontkamera. Oh. Ja. So, ich komme nochmal wieder, ich muss erstmal hin. Das könnten wir auch mal Schweizer Straße. Danke für die Blume. Da ist heute Straßenfest. Ja, ich weiß. Schon, ja. Die Auflösung bei der Frontkamera ist oft geringer. Schöne Frauen, ja. Die kann man schön drücken. Ja. Dann würde ein Daumen schneller gehen. Manchmal erforschen. Ne? Also ich gehe hier wieder raus aus dem Internet, dann geht eins schneller. Ne? Also Wolfgang, wenn du mal jemanden treffen solltest, der dir sagt, er kennt das Buch der Wahrheit, dann sag mir mal Bescheid. Ja. Weil ich würde mal gerne mit jemandem sprechen, der das auch liest. Was wir auch machen können. Oder willst du es nicht lesen? Dann könnten wir darüber mal kommunizieren. Ich lese so viel. Das macht mich alles durcheinander. Weil wenn du etwas liest, musst du ja brauchst immer Zeit, das zu verarbeiten. Das ist ja das, was einen so behindert. Du weißt ja, ich bin ja voll im Klimaschutz tätig. Planet Love First. Ne? Und dir, der Begriff? Aber ich glaube, das schadet nicht, das Buch zu lesen. Auch muss jeder selber wissen. Aber wenn du mal jemanden triffst oder wenn du mal siehst, wer diesen Flyer in die Briefkästen einwirft, dann sag mir mal Bescheid. Ja. Konntest du die E-Mail von mir lesen oder mittlerweile? Oder ich hab von dir, glaube ich, 3 E-Mails bekommen oder so, aber ich wusste nicht so genau. Also ich,
da war auch ein Link dabei, aber ich wusste jetzt nicht genau, wo der mich dann hinführen würde. Also der Link, den Link, den ich da geschickt habe, ne, der führt direkt auf die Playlist. Wenn du den anklickst, dann musst du weiterklicken und dann kannst du Videos hinzufügen. Du musst einfach probieren. Hast du gelöscht oder ist es noch da? Also, löscht gar nicht mehr. Also. Ja, eben. Das ist Quatsch. Im Zweifelsfall müssen die ja nachvollziehen können, wenn sie einen von uns umgebracht haben, wie die letzten Kontakte waren, dass wir da in alle Richtungen ermitteln können. Das siehst du, ja? Ja, glaubst du, da würde irgendwer sich drum kümmern? Die würden sagen, oh mein Gott, jetzt ist endlich die was, endlich ein Glück weg. Jetzt ist der Recht geschehen. Glaubst du, denen hat es leid getan, als Jesus umgebracht war? Glaubst du, die haben da irgendwas ermittelt? Naja, das ist die ganze Geschichte. Unbeliebte Menschen, da wird ja nicht jeder gleich behandelt. Die irgendwie halt wichtig sind in der Gesellschaft, die da irgendwas groß hermachen, die werden noch anders behandelt wie die Menschen, die gehasst werden, oder? Ja. Wobei ich immer einen Unterschied mache zwischen dem historischen Jesus und dem biblischen Jesus. Ne? Der historische Jesus, das war halt ein Zimmermannssohn. Der wurde von Vater richtig angenommen. Er war ja nicht sein eigener Sohn, sondern er war ja von einem Engel bezeugt oder von Gott. Ne? Und, ja, Gott ist kein Engel, oder? Ja, aber... Vom Schöpfer halt. Ja, und da hat der Josef natürlich ein bisschen einen Pass gehabt. Und Maria hat mal erzählt, ist halt fremd gegangen. Ne? Nee, er hat keinen Pass gehabt, weil dem ist das ja auch vom Engel erklärt worden. Ja. Das sind ja ziemlich besondere Menschen gewesen, Maria und Josef. Ja, die kannst du nicht mit dem vergleichen, ja, eventuell. Wie will der Josef erkennen, dass ein Engel vor ihm steht? Der muss schon mal die Bibel lesen, das steht schon. Ja. Die haben das dann einfach gewusst, denke ich mal. Empathie. Nee, das wird so eine einschneidende Erfahrung gewesen sein, dass und vor allen Dingen, das ist denen ja nicht aufgezwungen worden, sondern die haben das ja sozusagen vorher mit Gott vereinbart, dass sie diese Aufgabe haben oder übernehmen werden. Genauso wie Jesus, ja, dem ist das ja auch nicht aufgezwungen worden, nicht so wie Mohammed. Mohammed soll ja von Erzengel Gabriel so lange gewürgt worden sein, bis er dann der Prophet wurde, den er gar nicht... Gewürgt? Ja, der er gar nicht sein wollte, mit einem Seidenzug. Als ob Erzengel Gabriel das nötig hätte. Gabriel ist doch der Verkündungsengel, ne? Oder sage ich jetzt den Falschen? Ja, Gabriel. Ja, also und Gabriel war auch der Engel, der Maria das mitgeteilt hat und Josef das mitgeteilt hat. Also da... scheiden sich auch die Geister. Ich habe mich mal mit den Zeugen Jehovas darüber unterhalten. Die haben gesagt, es gibt nur einen Erzengel. Und viele andere Kirchen, die sprechen von mehreren Erzengeln. Ne? Also Erzengel... Ja, die Zeugen Jehovas haben dann nochmal eine andere Einstellung. Ja. Aber das sind ja besondere Menschen gewesen oder Seelen. Die wussten ja, welche Aufgabe sie auf der Erde übernehmen wird. Deswegen kann man jetzt nicht denken, okay, das kam jetzt für die, also so wie, wenn dir das jetzt jemand einfach aufdrücken würde und du hättest da keine innere Stimme zu, dass das deine Aufgabe ist. Also so erkläre ich mir das halt auf jeden Fall. Aber was wolltest du jetzt eigentlich nochmal sagen? Ach so, es gibt Jesus, ja. Einmal den historischen und einmal den biblischen. Und damit unterscheidest du eben das, wie das jetzt aus der, also von den Menschen gesehen wurde, diese Familie und das alles. Und der biblische Jesus ist dann das, dass der diesen, also eigentlich diese... Von der Kirche so dargestellt. Dem wird ja alles Gute zugesprochen. Ne? Der war ja überhaupt nicht böse. Ne? War ja immer lieb und nett oder sowas. Ne? Ja, kann man so nicht sagen. Also in gewisser Weise schon, aber er hat ja auch Wut empfunden oder ausgedrückt. Oder ja. Also er ist ja schon. Ist ja mit der Peitsche durch die Kirche und hat die Händler da rausgejagt. Ne? Peitsche? Ja, die Tische umgeschmissen und so weiter. Randaliert in der Kirche. Aber es wissen
Wichtig ist ja, dass man für das Richtige halt steht. Ja? Also nicht, es war ja nicht Egoismus von ihm oder er wollte sich damit schmücken oder keine Ahnung was. Ja, jetzt sind wir über die 15 Minuten, aber das macht bei dir nichts. Gell? Bei mir macht mir nichts. Ich mach mal Schluss, ja. Wie soll ich das Video nennen? Erzengel Gabriel. Erzengel Gabriel. Und selbst davon, wenn du eine Playlist machst, Juli und Wolfgang. Und dann machst du alle Videos rein. Du bist nicht Einstein, du bist Zweistein mit Roland zusammen. Ich bin Zwilling. Ja, ihr seid Zwillinge. Also du bist Zwilling. Bin? Ich weiß. Aber ihr seid Zwilling, weil ihr seid Zweistein. Ach ja. Ja, mit dem Einstein habe ich auch noch so einiges abzurechnen, also mit dem richtigen Einstein, ne? Dem aus der Schweiz. Ja, das finde ich, der ist auch mal ein Video wert, weil das ist wirklich interessant. Ne? Ich glaube, der hat es nicht leicht gehabt. Erzengel Gabriel, nenne ich das. Ja. Und mit der gemeinsamen Playlist, das können wir unter dem Video kommunizieren. Ne? Genau. Das wäre gut, ne? So, Schnitt.